Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, allerdings wiederum bei einem deutschen Abfüller, nämlich whiskey.de, und ich habe hier ein Highland Cattle. Blended Malt Scotch Whiskey, 11 Jahre alt, natürliche Farbe, nicht kälteverträgt, 46%, 39,90 €. Bravo, bravo, bravo. Whiskey Base Nummer 170460. Schön. Also eigentlich hätte ich dieses zuerst drehen müssen, bevor ich jenes gedreht habe. Einen Moment, ich habe nur eine Hand. Nämlich den. Das ist der erste Whiskey.de-Abfüllung selbst. Yay, das ist die Nummer 2. Also hier haben wir Whiskey Base Nummer 170460. Also hier haben wir 171 026. Also da war fast 800 Flaschen dazwischen, die einfach in der Base eingetragen wurden. Also das ist der erste eigene Abfüllung, das ist die Nummer 2. Hier gab es viele Sample-Flaschen davon. Sample-Flaschen nicht, sondern geschenkte Flaschen an meine Kollegen. Und diese gab es bisher, glaube ich, kaum Videos da draußen, weil man halt eben die kaufen musste. Das Ziel war es dabei, das hat dann Ben und Horst da ein bisschen erklärt, da tatsächlich einfach mal ein Sherry-Whisky zu machen. Aber die merkten, wenn es nur Sherry war, das war nicht gut. Deshalb haben sie einen Anteil von Firstville Bourbon da drin. Und auch genau wie der Horst am Lüning, 10 Jahre alt, wurde diese Whisky hier auch von Agnes Dundee Distillers. Und deshalb glaube ich nicht, dass du von Tomental noch von hier Glen Cadam solche dunkles Zeug bekommen kannst, weil halt eben, wie wir von Claire Tesh wissen, Angus, Entschuldigung, ich muss das richtig aussprechen. Angus und Dundee war zuerst ein Blender und danach haben sie die Distillery gekauft, damit sie genug Ware haben zum Tauschen. Und das ist ganz wichtig, denn die geben 100 Fässern ab von ihrem wunderschönen Vanille Glen Cadam und die kriegen 100 Fässern vielleicht dann davon ein Sherry oder irgendwas. Ach, wahrscheinlich nicht 100 zu 100, das wird auch anders gerechnet. Ich glaube, für jede Bourbon kriegt man drei Bourbon ist gleich ein Sherry. Soweit bin ich in der Materie noch nicht drin. Ich handle noch nicht mit Fässer. Ich besitze Fässer, aber ich handle noch nicht damit. Okay, gut, ja. So, was haben wir jetzt hier? Die Kunst ist es, die Sherry- und Ex-Bourbon-Fässer mit verschiedenen Brennereien so miteinander zu vermehlen, dass sich die ideale Balance zwischen der Komplexität der Malt-Whiskys und der individuell reifenden Fässern ergibt. Entstanden ist ein komplexer und stark sherry-tönig Whisky mit einem dunkel-fruchtigen, komplexen Charakter. Werden wir so sehen. Ich habe Whiskys mit zwei, mit denen ich es teilen oder tauschen könnte oder vergleichen könnte. Lass uns hier sehen. Oh, gefällt mir halbwegs gut. Deshalb werde ich hier etwas rausholen, der schwer zu schlagen ist. Boom, boom. Oh, die ist leer. Die ist leer. Was mache ich mal? Oh no. Ja, das ist peinlich, peinlich, peinlich. Welcher Idiot hat das wieder zurück in den Regal reingetan, obwohl es leer ist, ohne nachzubestellen? Also muss ich gleich machen, gleich nachbestellen. Also ich habe was anderes geholt. Ich habe einfach einen kleinen Farbglas 12 geholt. Zu schauen einfach mal, wie das einfach vergleichen kann. Der Glen Farkless ist günstiger. Meine These behalte ich immer noch einfach mal aufrecht. Ich glaube, 95% von allen Whisky-Kenner da draußen würden nie ein Single Malt von einem Blended Malt unterscheiden können. Apropos nochmal, ich habe nicht gesagt Blended Scotch. Ein Blended Malt ist eine Mischung von verschiedenen Destillerien. Und diese verschiedenen Destillerien werden wir wahrscheinlich nicht erkennen können, dass da ein Blend ist. Denn jede Flasche, was wir in der Hand nehmen, es sei denn, das ist Single Cask, ist sowieso eine Mischung von verschiedenen Fässern. Und die verschiedenen Fässer von einer Destillerie können ganz unterschiedlich schmecken, wie wir wissen. Und deshalb bin ich absolut der Meinung, dass kaum jemand das kann. Es gibt vielleicht ein paar fantastische Nasen und fantastische Connoisseurs da draußen, die es können. Ich kann es nicht und die meisten anderen, die ich kenne, können, würden es auch nicht können. So, und gerade eben, was Sherry ist. Was Sherry ist, der dominante Faktor und der Distillery-Charakter geht und tritt in den Hintergrund sowieso jetzt hier. Orange, schön. Tannenzapfen. Nicht schön.
ich muss irgendwas anders finden, was besser ist als die kleine Fackel 12, was nicht unbedingt schwer ist. Ta-ta-ta, ich habe eine Idee. Guck mal, ich habe ein Blended Malt. Warum habe ich den nicht sowieso schon links rausgeholt? 44,2%, das ist Berry Brothers and Rudd. Also, bye-bye Glenfarclas, du bist hier abgelöst. Ich hätte gerne mein Glenroll nach 12 gehabt. Ja, ein Glas muss ich auch noch rauspicken hier. Ich war nicht beeindruckt hier von dieser Abfüllung. Cadenhead 12 habe ich auch nicht, Leute, sorry. Muss ich irgendwann mal kaufen, werde ich irgendwann mal. Guck mal, ich kriege einen letzten Rest hier. Wir machen hier Bottle Kill heute. It's raining men, hallelujah, it's raining men. Wenn du dieses Ritual nicht kennst, dann schaust du nicht Whiskey Tribe mit Dex und Rex und Daniel. Also von daher, ich habe nachher ein Tasting, da muss ich mir überlegen, was ich damit mache. Gut, nochmal. Okay, wir sind sehr ähnlich unterwegs jetzt hier. Berry Brothers and Rudd ist einfach mal ein ganz toller Wine and Spirit Merchant, denn direkt dort auch in Schottland. Die haben in Edinburgh auch dann da eine schöne, in London haben sie sogar auch ihren Sitz jetzt hier, Berry Brothers, St. James Street, London. Ich dachte, in Edinburgh haben sie auch was, aber egal. So, ich vergleiche mal. Sherry dominant, Holz, gut integriert, dunkle Schokolade dadurch und ich glaube, der First Fill Bourbon-Anteil macht sich hier richtig schön bemerkbar. Sie wissen, wie salzende Suppe hier. Sehr gut. Wow, 2 minus gut. Also Leute, Mensch, also wenn ich muss echt überlegen jetzt hier nochmal. Was ist einfacher zu kreieren? Es ist einfacher, ein gutes Blend als aus Bourbonfässern zu kreieren? Oder ist es einfacher, ein gutes Blend hier aus Sherry zu kreieren? Ich wette mit euch, es ist besser Sherry. Es ist einfacher Sherry. Sherry deckt viele Sünden ab, sage ich mal. Und der Bourbon lässt einfach jede Sünde einfach mal mit der Taschenlampe vorscheinen. Und deshalb ist da eine sehr, sehr gute Ex-Bourbon Hogshead Whisky einfach etwas, was Kostbares ist. Boah! Also ein bisschen Orangenmarmelade. Ein bisschen hier Frühstückstee mit Milch und Honig oder Milch und Zucker. Nice. Gefällt mir sehr gut. Intensive Sherry mit dahinterliegende fruchtige Zitrusnoten. Erste Anklänge von Gewürz oder Gewürzen, Aromen. Geschmack zuerst süß und ölig. Es folgt Saftorange. Nicht Orangensaft, Saftorange. Bevor sich nachhaltig Würzigkeit durchsetzt. Die lieben das Wort Würze hier. Mittellang dabei intensiv würzig mit einem Hauch Butterschokolade oder Bitterschokolade im Ausklang. Habe ich vorher nicht gelesen, aber ich kann mit allem, was da steht, echt übereinstimmen. Da ist eine frische Note da drin. Stört mich fast in der Mitte. Ein bisschen wie ein Harzmoment. Meine Euphorie am Anfang wird langsam gedämpft mit dem zweiten Schluck. Der ist okay, aber da ist ein Süßholz, diese Würzigkeit da drin, der ein bisschen daneben geht für mich. Noch ein letztes Mal. Ja, mein 2- verwandelt sich langsam aber sicher in 3+.
Aber der hat was. Der hat echt was. Okay, ich muss ein bisschen mit Wasser spielen. Ist irgendwie mein Stil zurzeit geworden. Mein Control Whisky lasse ich einfach momentan links liegen. Buchstäblich bei mir, linke Seite. So, schauen wir mal, was wir kriegen hier, wenn wir das dann auf 30, 25% verdünnen. Ah, jetzt kommt eine Orange- und Zitrusschale durch. Holz kommt immer noch durch. Ich wette, da scheint europäische Eiche da drin zu sein. In der Sherry würde ich echt vermuten. Und vielleicht eine leichte Vanillenote. Aber eher ein bisschen Mokka. Leichte Espresso-Momente. Ein bisschen wie auf Tiramisu, wo man dann Kaffeepulver oben drauf tut. Ich kriege echt Rosinen zum ersten Mal. Null Fehler. Also alles sauber. Vom Anfang bis zu Ende nur leichte Süßholznoten und ein bisschen Bitterwurzelnoten. Wurzel, ja. 3 plus. Also Preis-Leistung 40 Euro, 11 Jahre. Au, ich gebe auch ein 3 dafür. Also die Flasche kann ich empfehlen. Ich gehe einfach mal rüber hier zu unserer Barry Brothers. Barry Brothers und Rudd. Trockener Tabak. Astringenz, was ich hier nicht hatte. Wirkt eleganter, ist das Wort, edler. Das wirkt ein bisschen eher wie für das allgemeine Volk gemacht hier. Und das hier ist ein bisschen hier die Sherry-Kenner-Whisky. Ich würde eher, glaube ich, hier rüber gehen. Sorry. Das ist echt scheiße. Ich vergleiche ein Whisky und ich gebe immer zu der Alternative der Vergleich Whisky hier bei whisky.de. Ich mache mir keine Freunde bei euch, sorry. Ja, aber da unten ist irgendwas, eine Note, der einfach mal mich stört. Anisstern, ähnlich. Ich habe gesagt, wie ein Süßholzwurzel. Also irgendwas in diese Richtung. Also ich würde wirklich jeden Tag in der Woche lieber hier dieses Blended Malt hier von Barry Brothers Rudd, der jetzt leer ist. Immer wieder gibt es neue Batches denn davon. Sherry Cask Matured Blended Malt Scotch Whisky. The Rare, the Classic Range. 44,2, 46%. Ich merke da keinen Unterschied. Aber hier ist klassische Sherry. Ist eher etwas, was wir Kenner, wir Whisky Enthusiasten wahrscheinlich lieber haben würden. Gut, 3 plus, preislich sage ich 3. Jo. Welche Cadenhead 12 Jahre ausgenommen, Batch 1 bis keine Ahnung, 19. Welche Blended Malt mit Sherry-Anteilen könnt ihr empfehlen? So, ich habe es ganz krass eingegrenzt. Sherry Blended Malt. Sherry Blended Malt. Cadenhead 12.
Sherry Blended Malt. Was habt ihr noch auf Lager denn da? Und wenn das einfach nicht, wenn das zu schwer ist, frag einfach mal, welche würdet ihr lieber kaufen? Warum würdet ihr lieber Horst, 10 Jahre alt, der mehr Bourbon ist, mit einem Hauch von Sherry? Oder würdet ihr grundsätzlich eher der Sherry mit einem Hauch von First Fill Bourbon kaufen? Ich würde lieber der Sherry jeden Tag in der Woche kaufen. Das ist okay, aber mehr nicht. Das ist gut und das ist ein bisschen besser. So, Whiskey Jason hier. Bitte liken, abonnieren, teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe werden. Dort wurde die Flasche auch schon längst geteilt. Ihr könnt auch schauen auf meiner Sample-Liste. Das gibt es nicht mehr. Das war mal drauf, aber 200 plus Flaschen gibt es dann da. Man sieht sich jeden Tag 17.30 Uhr hier oder ab 17.30 Uhr und jeden Sonntagabend um 21 Uhr. Alles Gute euch. Bis dahin, Whiskey Jason. Tschüss.